Ich bin's, der Lario, und ich heiße euch kleine süßen Schneckennudeln ganz herzlich willkommen zu einem neuen Part. Part 9 von Arschsein. Oh, mit Lario. Und es ist ein paar Minuten her, dass ich die letzte Folge gespielt habe. Und mit ein paar Minuten meine ich ein paar Tage. Und deshalb schauen wir doch erstmal auf die Map. Zeus Hope. Wo geht's hier? Ein Fahrstuhl? Ja, wunderbar. Ich muss doch eigentlich heim. Auf die Normandy. Ich glaube, wir kommen von hier. Ja, sieht vernünftig aus. Wollen wir doch mal auf die Normandy. Auf die Normandy. Und dann im Anschluss gleich nach... fuck, wie heißt's denn? Ich habe vergessen, wie es heißt. Der Ort, an dem sich Lyra Tassoni befindet. Nummer 1 Love Interest von Lario Shepard. Aber er wird es wahrscheinlich verkacken, denn sie steht nicht auf Bad Boys, sondern sie steht auf den netten Beschützer von dem also. Und das sind wir nicht. Und ich hoffe, dass ich in der nächsten Folge schon meine neue Tastatur und meine frische Maus habe. Bereithalten, Landungstrupp. Da werde ich wahrscheinlich ein Video zu machen. Aktiv. Das wird toll. Das wird richtig toll. Wenn ich dann endlich... Alles in Ordnung, Commander? Sie sehen etwas bleich aus. Diese verdammte Dechiffrierung. Dieser Asari hat sie in die Mangel genommen. Und wofür? Wir wissen immer noch nicht, wo die verdammte Röhre ist. Reine Zeitverschwendung. Ui. Sie haben recht. Wir sind die ganze Zeit wie ein Haufen kopfloser Hühner rumgerannt. Wir haben noch eine andere Spur, Commander. Diese Asari-Wissenschaftlerin im Artemis-Tau-Cluster. Die Tochter der Matriarchin. Sie ist, ich wollte Ashley eigentlich nicht recht geben. Vielleicht weiß sie etwas. Keine Sorge, wir kümmern uns schon um sie. Alle wegtreten. Ja, okay. Das war nicht sehr arschig. Ich habe den Bericht über Pharos gesendet, Commander. Soll ich sie zum Rat durchstellen? Nein. Ist nicht nötig. Jawohl, Sir. War weniger arschig als mehr, wie ich schon mal angedeutet habe. Distanziert. Und ich denke... Ich bin zwar scharf drauf zu wissen, was die Lyra so zu sagen hat, aber ich würde doch glatt mal kurz ein paar Crewmitglieder besuchen. Ne? Ich glaube, das ist... Wo geht's denn in dem Fahrstuhl? Da bin ich ja, glaube ich, in diesem Run noch gar nicht gefahren. Es geht runter zum Deck 3. Was ist denn in Deck 3? Kann man doch irgendwie das Deck ändern, aber hier ist auf jeden Fall ein Büro des Captains. Der Kaidan. Ich glaube, ich flitze mal kurz nach unten. Weil hier unten waren wir, glaube ich, noch nicht. Da müsste die Dings sein, die Tali Zora. Was Nima? Oder heißt die noch Was Nima? Ich glaube, ja. Hui, und auch der Wex. Hallo, Wex. Hier ist einfach nur der Shepard, was kann ich für Sie tun? Gibt's hier was? Erzählen Sie mir von sich, Rex. Da gibt es nichts zu erzählen. Ein Glück. Gehen Sie zur Quarianerin, wenn Sie Geschichten wollen. Kroganer werden hunderte von Jahren alt. Sie können mir nicht weismachen, dass Sie nicht ein paar Abenteuer erlebt hätten. Also, es gab einmal eine Zeit, wo die Turianer fast unser gesamtes Volk ausgelöscht haben. Wundervolle Geschichte. Das Gleiche haben Sie mit uns auch versucht, aber wir haben Sie besiegt. Das ist nicht das Gleiche. Klingt verdammt ähnlich, finde ich. Ui. Dann wurden ihre Leute auch durch eine genetische Mutation infiziert. Eine Infektion, die dafür sorgt, dass nur eines von 1000 Babys die Geburt überlebt. Und auch ihr Volk droht, dadurch auszusterben. ja, hier hat er von der Genophage erzählt. Na und? Weicheier. Sie sind immer noch hier. So schlimm kann es ja nicht sein. Ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen. Aber vergleichen Sie nicht das Schicksal der Kroganer mit dem der Menschen. Ich wollte mich nur mit Ihnen unterhalten. Ich wollte Sie nicht verletzen. Oh, fuck. Ihre Ignoranz verletzt mich nicht, Shepard. Und die Kroganer habe ich schon vor langer Zeit aufgegeben. Wir leiden zwar an dieser Infektion, aber nicht Sie ist es, die uns tötet. Bis dann, Rex. Shepard. Ja gut, das muss ich nicht machen. Hier, Ashley. Commander, haben Sie eine Minute Zeit zum Plan? Nein.
Es ist nicht normal, dass ein Soldat informell mit dem Commander spricht. Jawohl, Sir. Ich dachte, da die Crew so klein ist, sehen sie das vielleicht nicht so eng. Es geht um ihren Steuermann. Auf den meisten Schiffen wäre er immer an seinem Platz anzutreffen. Ich weiß, dass auf der Normandy einiges anders läuft, aber ich mache mir Sorgen wegen der Aliens, Vakarian und Rex. Bei allem gebührenden Respekt, Commander, sollten sie wirklich auf dem ganzen Schiff herumlaufen dürfen? Sie trauen ihnen doch bloß nicht, weil sie keine Menschen sind. Dies ist das fortschrittlichste Schiff der Allianz Navy. Ich denke, wir sollten ihnen nicht uneingeschränkt Zugang gewähren, damit sie ihre Nase überall reinstecken können. Maschinen, Sensoren, Waffen. Oh ja, jetzt kann man sie zusammenfalten. Das reicht schief. Müssen Sie Ihre Vorgesetzten immer in Frage stellen? Sir! Nein, Sir! Oh, das tut gut! Tut mir leid. Ja? Ich bin zu weit gegangen. Ich werde wieder an die Arbeit gehen, Commander. Tu das! Vibe! Wunderbar, das hat gut getan. Ich mag die Ashley nämlich tatsächlich nicht so sehr. Garrus. Commander, das war gute Arbeit. Ich wusste, dass die Zusammenarbeit mit einem Spectre besser ist als das Leben bei der Zitadellsicherheit. Haben Sie schon mal mit einem Spectre zusammengearbeitet? Nun, eigentlich nicht. Aber ich weiß, wie sie sind. Spectres machen ihre eigenen Regeln. Sie können die Dinge auf ihre eigene Weise regeln. Oh ja, das kann ich. Bei der Zitadellsicherheit ertrinkt man in Vorschriften. Diese verdammten Bürokraten sitzen einem immer im Nacken. Oh, und die Renegade-Option stimmt ihm auch noch zu. Ich mag The Garrus einfach. Es hat seine Vorteile, ein Spectre zu sein. Mein Reden. Wenn ich versuche, einen Verdächtigen zu verhaften, sollte es unwichtig sein, wie ich es tue, solange ich es überhaupt tue. Aber die Zitadell-Sicherheit will, dass es auf ihre Weise getan wird. Protokoll und Prozeduren stehen an erster Stelle. Und darum musste ich gehen. Sie gingen, weil Ihnen nicht gefiel, wie Sie die Dinge regeln. Es steckte mehr dahinter. Anfangs war es bei der Zitadell-Sicherheit gar nicht übel. Aber je höher mein Rang wurde, desto mehr schränkte man mich ein. Und deshalb bist du jetzt bei uns. Die Zitadell-Sicherheit mit Saren umging, war typisch. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich gehe nur ungern. Sie haben das Richtige getan. Das Leben ist zu kurz, um rumzusitzen und darauf zu warten, dass etwas geschieht. Ja, da haben Sie wahrscheinlich recht. Ich habe jedenfalls vor, das Beste aus der Situation zu machen. Und ohne die Zitadell-Sicherheit, die mir über die Schulter sieht. Nun, vielleicht kann ich die Sache zur Abwechslung mal auf meine Weise regeln. Solange Sie Ihren Job gut machen, können Sie Ihre Angelegenheiten auf Ihre Weise regeln. Danke, Commander. Mann. I love it. Ich finde es so gut, dass Renegade nicht gleich rumnerve und alle Anarsche heißt, sondern, also, das war ja eigentlich der Plan. Aber ich mag The Garrus so persönlich als kleiner informeller Lario Shepard. Mag ich den unheimlich gern. Und ich bin sehr froh, dass man da jetzt ein bisschen freundlich war, obwohl man halt eigentlich die Renegade-Option gewählt hat. Jetzt mal mit dem Adams sprechen. Hey, Commander, wissen Sie was? Diese Quarianerin, Tali, sie kommt andauernd hier unten vorbei und fragt mich nach dem Schiffsantrieb. Ich werde ihr sagen, dass sie in Ruhe lassen soll. Was? Nein, sie ist wirklich außergewöhnlich. Ich wünschte, meine Leute wären nur halb so clever wie sie. Noch einen Monat an Bord und sie wird sich besser mit dem Antrieb auskennen als ich. Sie hatte ein ist kein gutes Zeichen, Talent. Wenn du... Ich kann schon verstehen, warum sie an Bord genommen haben. Ist kein gutes Zeichen, wenn die nach einem Monat schon mehr Ahnung hat als du nach der ganzen Zeit bei der Allianz. Botschafter Udina wies mich an, sie mitzunehmen. Normalerweise halte ich nicht viel von Politikern, aber in diesem Fall hat er uns einen echten Gefallen getan. Aber deswegen sind sie wohl kaum hier heruntergekommen. Doch, eigentlich schon. Gute Arbeit. Weitermachen, Adams. Jawohl, Commander. War die Stadt? Kann ich Stadt untersuchen? Wunderbar. Wunderbar. Und jetzt mit Tali sprechen. Das ist ein erstaunliches Schiff, Shepard. So einen Antriebskern habe ich noch nie gesehen. Kaum zu glauben, dass er in ein so kleines Schiff passt. So, da muss ich dich mal unterbrechen. Warum sie Menschen so erfolgreich sind. Ich hatte keine Ahnung, dass die Schiffe der Allianz so fortschrittlich sind. Mir gefällt es nicht, wenn irgendwelche Aliens die Bauweise eines Allianzschiffes studieren. Wir sind auf der gleichen Seite. Meine Leute haben mehr Gründe als alle anderen, die G zu hassen. Schon vergessen? Sie müssen verstehen, dass ich ein wenig aufgeregt bin. Ich hätte nie gedacht, einmal mit einem so fortschrittlichen Schiff wie der Normandy reisen zu dürfen. Ich habe sie nicht an Bord genommen, um mein Schiff zu bewundern. Ich weiß schon, warum ich hier bin.
Ich werde meinen Teil dazu beitragen, Saren aufzuhalten und seine Geth-Streitmächte hinter den Nebel zurückzuziehen. Wunderbar. Ich muss jetzt gehen. Alles schön professionell. Bisschen Alien-Rassismus an den Tag gelegt. So endet ein erfolgreicher Arbeitstag im Tage des Lario Archibald Shepard. Und natürlich wieder ganz ohne Ladezeit nach oben. Es ist offen. Dann gucke ich noch kurz zum Kaidan. Ich will halt einfach mal mit allen kurz geredet haben. Dr. Chakwas vielleicht noch. Was ist das? Auch angucken. Shepards Fach. Alle nehmen. Stufe. Einschüchtern, viel fehlt nimmer. Na, mal hier mal das. Das. Wunderbar. Jetzt. Quadon. Brauchen Sie was, Commander? Was denken Sie über die letzte Mission? Ich bin nur froh, dass es nicht mehr Aliens wie den Turianer gibt. Ich glaube nicht, dass mein Magen das ertragen würde. Mein Magen. Einer meiner Cousins hat ein Landwirtschaftsunternehmen. Ich habe daran gedacht, mich bei ihm zu melden. Vielleicht kann er ein paar Lieferungen nach Pharos organisieren. Ich meine, da sie jetzt vom Unternehmen abgeschnitten sind. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Commander. Alles schön professionell gehalten. So mag ich das. Jetzt noch die Dr. Chuggy. Und dann geht's weiter. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Ah, nee, wenn die hier keine Option hat. Auf Wiedersehen, Commander. Dann interessiert sie uns nicht. Ich meine, ich will die Mission ja nicht unnötig sabotieren. Und wieder hoch. Ich bin echt gespannt auf Mass Effect 2. Das Ende. Was für ein Outcome es da gibt. Ah, hier untersuchen. Gibt immer ein bisschen EP. Noch ganz kurz mit dem Joker. Verzeiht mir, falls ich euch zu viel laber in dieser Folge. Aber das ist mir immer in Mass Effect ganz wichtig. Auch wenn ich Arsch bin. Hey, Commander. Bitte achten Sie beim nächsten Mal darauf, dass wir nicht mitten in einer Kolonie mit Mutanten-Zombies landen. Nur so am Rande erwähnt. Ich muss gehen. Nein. Bis dann. Der Spruch. Der hat mir den Rest gegeben. Nur. Da habe ich schon gleich gar keine Lust mehr, mit dem zu sprechen. Nur. Einfach nein. Der soll mal meinen Job machen. Dann sieht er mal, wie schwer das ist. Gutes Timing, Commander. Wir kriegen gerade eine Übertragung von der Zitadelle rein. Höchste Dringlichkeitsstufe. Ist sie vom Botschafter? Das ist nicht seine Signatur. Ich denke, sie kommt vom Rat. Ich übertrage sie an den Kommunikationsraum. Mama. Commander Shepard. Wir haben Informationen, die für die Mission gegen Saren von größter Bedeutung sein könnten. Vorher schienen sie ja nicht unbedingt gewillt zu sein, mir zu helfen. Warum haben sie ihre Einstellung geändert? Der Rat hat sich ihrer Meinung angeschlossen, dass Saren gefährlich ist. Darum haben wir sie zum Spectre ernannt. Wir haben nur gezögert, die gesamte Macht der Zitadellflotte gegen ihn einzusetzen. Der gesamte Rat hofft darauf, dass sie erfolgreich sein werden. Deswegen wollen wir ihnen die neuesten Informationen mitteilen. Wir haben eine Notmeldung von einer unserer Infiltrationseinheiten in der Traverse bekommen. Und weiter? Zurzeit haben wir mehrere Infiltrationseinheiten an den Grenzbereichen des Citadel-Sektors eingesetzt. Diese erwähnte Einheit sollte Informationen über Saren liefern. Ich werde nicht gern im Unklaren gelassen. Es wäre Zeitverschwendung, Sie falsche Spuren durch die ganze Galaxie verfolgen zu lassen, Commander. Wir haben Sie kontaktiert, weil wir glauben, dass diese Informationen wichtig sind. Leider war die Übertragung nicht besonders deutlich. Das Infiltrationsteam muss in einer Situation gewesen sein, die es nicht erlaubt hat, ordnungsgemäße interstellare Kommunikationsmittel zu nutzen. Aber die Nachricht wurde auf einem Kanal gesendet, der für besonders wichtige Missionsinformationen reserviert war. Was immer sie uns mitteilen wollten, es muss etwas Wichtiges gewesen sein. Sie sind auf der Suche nach Saren. Vielleicht wollen sie diese Sache näher untersuchen. Finden Sie heraus, was mit unserem Team geschehen ist. Das Signal kam vom Planeten Würmeier. Leute, jetzt müsste ich mich mit euch kurz schließen. Ich kann doch nicht für uns alle, für dich und mich entscheiden, dass ich keine Zeit habe oder dass ich es mache. Also das hier fliegt natürlich komplett raus.
Puh, die Verantwortung lastet auf mir. Ich würde es schon tun. Aber ich würde auch gerne der Rat anpissen. Ich will halt auch nicht das Spiel so kurz durchholzen. So schnell wie möglich. Aber ich sag keine Zeit. Ich bin ein Mega-Arsch. Es tut mir leid. Falls jemand jetzt sich denkt so, fuck. Nein. Sei doch, ne? Dann verzeiht mir, aber ich muss es tun. Das fehlende Infiltrationsteam ist nicht mein Problem. Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten. Stimmt aber eigentlich. Diese Einheit hat vielleicht ihr Leben riskiert, um diese Nachricht zu senden. Saren hat irgendwas auf Würmer vor. Und wenn sie nicht so menschlich verbohrt wären, würden sie es auch verstehen. Ich werde Saren finden, aber auf meine Weise. Der Rat mischt sich im Allgemeinen nicht in die Aktivitäten des Spectres ein. Wir wollten ihnen nur alle Optionen zukommen lassen. Dazu zählt auch Würmeier. Viel Glück, Commander Shepard. Wir werden sie wissen lassen, wenn wir Neuigkeiten haben. Mal gucken, ob ich trotzdem nach Würmeier kann, weil das ist eigentlich schon... Also, mich interessiert das Forscherteam nicht. Aber was der Saren dort vorhat... Oder Saren, wie er heißt... Ich meine, ist schön, dass wir die richtig schön ankacken konnten hier. Würmeier, ich glaube, ich flieg hin nur. Lieras Ausgrabungsstätte. Wir können da auch nochmal auf die Citadel. Aber, nee, ich flieg nach Würmeier, wenn's recht ist. Das ist ein Kompromiss, okay? Ein Kompromiss zwischen Rat ankacken und trotzdem tun, was sinnvoll wäre. Weil, ich meine, wir sind ein Arsch, aber wir haben den Ruf, skrupellos zu sein. Wie schon fünfmal erzählt, aber eine Vorgeschichte habe ich ja angewählt. Skrupelloser einziger Überlebender, der halt auf die Kacke gehauen hat. Und genau das machen wir jetzt hier. Draht ankacken, in alle Richtungen austreten. Wie man so schön sagt. Aber unseren eigenen Weg gehen. You can go Commander, your way. Commander, wir empfangen eine wichtige Nachricht des Allianzkommandos. Ich stelle sie nicht durch. Schon wieder. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben hier ein Problem und nur Sie können sich darum kümmern. Aha. Wieso rufen Sie immer mich, wenn es ein Problem gibt? Sie sind ein Spectre, Shepard. Und dies ist keine gewöhnliche Mission. Es gibt einen Allianz-Ausbildungsstützpunkt, an dem wir Waffen und Technologie in realen Situationen testen. Eines der VI-Module, mit denen wir feindliche Taktiken simulieren, reagiert nicht mehr auf unsere Abschaltbefehle. Es ist durchgedreht. Synthetische Intelligenz ist eine gefährliche Technologie, Admiral. Die Unterstützung durch virtuelle Intelligenz ist für unseren militärischen Erfolg unerlässlich. Sie bearbeiten tausende Statusberichte und können in Nanosekunden reagieren, schneller als jeder Mensch. Aber so fortschrittlich sie in militärischer Strategie auch sein mögen, so ist es immer noch eine VI. Sie hat kein Selbstbewusstsein und ist an kein Netzwerk angeschlossen. Und da kommen Sie ins Spiel. Sie müssen sich bis zum Kern der VI durchschlagen. Sie müssen? Und sie manuell deaktivieren. Sie müssen? Können Sie sie nicht aus der Ferne deaktivieren? Unsere Notfallsysteme reagieren nicht. Die VI operiert in einem geschlossenen Netzwerk. Sie kann nicht auf externe Systeme zugreifen. Ich bin eigentlich nicht eure Bitch, Alter. Sie müssen? Sie vom Orbit aus bombardieren, aber Schäden an der Anlage wären katastrophal. Daher wäre es uns lieber, wenn jemand den Kern herunterfährt. Jemand wie Sie. Mir ist klar, dass Spectres dem Rat unterstehen, aber Sie sind immer noch ein Mensch. Sie gehören zum Allianzmilitär und jetzt brauchen wir Sie. Die VI kontrolliert alle Waffen, Drohnen und automatischen Verteidigung. Viel Glück, ja. Was ist vier vor? Ist es die, oder wer? Nee. Firma ist es nicht. Oder? London. Guck ich gleich mal im Tagebuch. Und ist echt krass eigentlich. Das ist voll die Larifari-Pimmel-Laber-Folge. Bisher. Aber da merkt man halt auch noch. Ich bekomme ein Signal herein. Oh, das muss das komm. Laber doch nicht so viel. Das sind gewaltige Verteidigungstürme. Setzen Sie den Marco ab. Wir gehen rein und holen Sie raus. Ich werde versuchen, Sie unterhalb des Radarbereichs reinzubringen. Da merkt man halt, dass Mass Effect kein Actionspiel ist. Im klassischen Sinne. Ist halt immer noch ein... Saubere Landung, Commander. Bleiben Sie außer Reichweite und fahren Sie mit Ausweichmanövern fort, bis ich die Flugabwehrtürme ausgeschaltet habe. Ist halt nach wie vor ein Rollenspiel. Ich kenne den Ablauf.
Wir treffen uns am Camp, sobald die Türme offline sind. Joker, Ende. Und das mag ich tatsächlich sehr gern. Jetzt muss ich doch aber glatt mal gucken, das ist doch Tagebuch. Wörmeier. Nach Wörmeier. Ja. Wettlauf gegen die Zeit. Saren ist... Noveria. Nee, die Röhre finden. Ja, okay, das ist so die Übermission. Noveria. Nee, Allah. Wir machen mal hier weiter. Und, falls es euch interessiert, hier ist der Zeitpunkt gekommen, an dem, weiß nicht, ob man die töten soll, ich mach's einfach, an dem, wenn's, schlecht läuft, der Rex stirbt. Und ich habe ein bisschen, Schiss diesbezüglich. Weil Rex war schon immer ein guter Kumpeltyp, so, für mich persönlich. Dich habe ich glatt übersehen, aber diesen Fehler habe ich nun korrigiert. Schön hübsch ausgeschalten. Auch dich. So, dich auch hübsch ausgeschalten. So. Was sind das für Viecher? Ah, okay. Ah, dich überfahre ich jetzt. Das macht Spaß. Blub, blub. Hallo. Schilde weg. Immer noch blockiert. Ist hier noch jemand? Außer dich fahre ich um. Ach komm. Wenn noch ein paar Geth hier umher stromern, dann überleben wir das auch. So. Hier müssen wir jetzt aussteigen. Damn, boah. Ungesund für euch. Hey, oder müssen wir hier aussteigen? Hier gibt's Loot. Hier gibt's Loot. Ich steige aus. Oh. Ich bin Arsch, aber nicht dumm. Ich bin doch kein dummer Arsch. Ich bin zwar ein Arschluch, aber kein dummes Arschluch, gell? Okay. Hier gibt's definitiv Loot. Ein Waffenspind. Öffnen wir diesen Waffenspind. Leichte Dechiffrierung. Das ist genau mein Ding. Hui. Wär fast peinlich geworden. Fast wär's peinlich geworden. Hey, wo seid ihr? Ah, hier. Mamma mia! Und ich sag grad noch, es wäre fast peinlich geworden. Ach, fuck, Fähigkeit zu gering. Ich sollte jemanden mitnehmen in Zukunft. In mein Team. Der Dechiffrierungsfähigkeiten hat. Wäre das nicht was? Das wäre doch was, oder? Kann ich mich ja fallen lassen? Nippel ich dann ab? Ach, geht erst gar nicht. Na toll.
Ich frag mich, wie lang Mass Effect 1 ist, wenn man das so straight durchbollert, wie ich hier gerade. Third. Weil ich erinnere mich gar nicht mehr an so viel Content. Also ich habe es natürlich immer ausführlich gespielt. Und ich habe dann schon ein bisschen gebraucht, immer privat. Aber als Arsch gibt es viele Missionen. Anscheinend nicht. Ja, hier kann man außenrum düsen, oder? Mal ganz kurz hier. Das Töre absuchen. Med-Igel. Das ist immer ganz nice, wenn man hier in Mass Effect Gegner tötet, dann kriegt man ziemlich nice Med-Igel. Und mit... Also, Med-Igel schmecke ja echt lecker. Und die sind im Mass Effect Universum sind Med-Igel so beliebt, dass man mit Med-Igel sogar Leute heilen kann. Und alle dann so, ja lecker, Med-Igel, davon werde ich gleich wieder munter. Putze munter, du. Ja genau, hier wären wir rausgekommen. Na, wend ich ja mal. Da ist unser Ziel, Commander. Nun gut. Nice. Ich glaub, wir können. Muss ich manuell rein, oder? Da muss ich manuell rein, oder? Ah, ich muss drüber. Ich muss es öffnen. So war das. Oder? Sag mal, bin ich behindert? Oh, das ist die Treppe. Ich bin behindert. Es läuft. Unterm Strich doch immer drauf raus, dass der Lario es muss einen Orientierung, gegen das Geschütz auszuschalten. Orientierung wie eine Käse-Maultasche hat. Gibt es sowas wie Käse-Maultasche überhaupt? Ist bestimmt eine Marktlücke. Eine Käse-Maultasche. Ich bin ein bisschen ermüdet. So. Aktivieren. Dass die Haupteinheit offline ist, Commander. Nähern uns jetzt der Salarianer-Basis an. Out. Ach, Kacke. Come on. Alles nehmen. Ach, das sind die Flak-Türme. Alles klar. Commander Shepard. Hä? Muss ich hier doch nochmal hin? War ich da zu schnell? Da war ich zu schnell, oder? Nee. Mama. Torsteuerung. Ich war wohl zu schnell. Jetzt kann ich nämlich wieder in meinem Fahrzeug fahren. Ist eigentlich witzig. Die deutsche Sprache, habt ihr doch schon mal drüber nachgedacht? Ein Gerät zum Fahren nennt man ein Fahrzeug. Ein Gerät zum Feuermachen nennt man Feuerzeug. Ein Teil zum Spielen nennt man Spielzeug. Eigentlich mega funny, oder? Das ist wie im Englischen Walkie-Talkie, also Laufi-Sprechi. Wer hat sich das ausgedacht? Wer? Ist doch verrückt. Ach, die Normandie. Mal abballern. So. Eine nach dem anderen. Smote ausgeschaltet. Komm her.
Muss ich wohl hoch, oder? Naja, gut, gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres, Freundchen. Oder? Ja, komm, ich steige aus hier. Oder? Tut mir leid, aber hier ist doch noch einer. Ach, Rotz, egal, komm. Ausgesteigt. Flugzeug. Noch so ein Teil mit Zeug. Ist doch crazy. Die deutsche Sprache ist ein wundersames Teil. Eine wundersame, eigenartige Sprache. Werkzeug. Werkzeug. Ich könnte jetzt, glaube ich, noch stundenlang so Sachen aufzählen, die witzig benannt sind im Deutschen mit Zeug, aber ihr habt, glaube ich, den Sinn verstanden. Torsteuerung aktiviert. Das war's. Jetzt steht nichts mehr zwischen uns und dem salarianischen Clan. Ja, die Kroganer sind übrigens gar nicht so gut auf die Salarianer zu sprechen, weil die Turianer geholfen haben, die Genophage zu entwickeln, weil die Salarianer sind ja eigentlich die clevere Hirne. Das heißt, ich müsste Rex nur erlauben, hier Salarianer abzumeucheln. Vielleicht lebt er, überlebt das dann. Mal schauen. Ja, mal schauen. Ich baller rum. Und wisst ihr auch warum? Weil ich's kann. Die Folge ist eigentlich auch schon wieder lang genug. Aber 5 Minuten sollten noch drin sein. Denn ich bin gerade selbst sehr gehypt. Das macht mir gerade mega Spaß. Ich bin echt froh. Ich hab's schon in Batman 1000-mal gesagt. Aber ich bin auch hier, aber es sieht aus, als sitzen wir hier fest. Extrem froh, dass ich das Spiel mal wieder spielen kann. Im Let's Play. Weil es ist einfach... So viel Spaß habe ich mit Mass Effect schon ewig nicht mehr gehabt, wie jetzt hier im Let's Play. Einfach weil ich es auf eine komplett neue Art und Weise spiele. Und weil ich euch dann Dinge erzählen kann, die mir Spaß machen. Und es macht einfach... Let's Playen macht Spaß. Da bin ich echt froh, dass ich das mal wieder tun kann. Und Mass Effect 1 ist schon ewig nicht mehr gezockt. So. Oh, ich wollte ihn abknallen. Hallo, Cabby. Und was sollen wir jetzt machen? Wir bleiben hier, bis wir einen Plan haben. Haben Sie hier das Sagen? Wie ist die Lage hier? Ich bin Captain Kirahe, 3. Infiltrationsregiment STG. Sie und Ihre Crew sind gerade in Mitte einer Gefahrenzone gelandet. STG heißt übrigens Special Task Group. Jedes Flugabwehrgeschütz innerhalb eines 10-Meilen-Radius wurde von Ihrer Anwesenheit in Kenntnis gesetzt. Einfach großartig. Und jetzt? Wir bleiben hier, bis der Rat die angeforderte Verstärkung schickt. Wir sind die Verstärkung. Wir sind die Verstärkung. Was? Mehr haben die nicht geschickt? Ich sagte dem Rat, sie sollen eine Flotte schicken. Wir konnten Ihren Funkspruch nicht verstehen. Man schickte mich, um dem nachzugehen. Das war doch genau unsere Aufgabe. Ich habe mein halbes Team bei der Untersuchung hier verloren. Und, was haben Sie gefunden? Sarens Operationsbasis. Er hat hier eine Forschungseinrichtung errichtet, aber die ist extrem gut gesichert und es wimmelt davon Geht. Was erforscht Saren? Er nutzt diese Einrichtung, um eine ganze Armee Kroganer heranzuzüchten. Oh, oh. Wie ist das möglich? Es sieht aus, als hätte Saren ein Heilmittel für den Genophage gefunden. Die Geths sind schlimm. Den Genophage? Das heißt die Genophage. Damit wäre er so gut wie unbesiegbar. Ganz genau meine Gedanken. Wir müssen sicherstellen, dass diese Einrichtung und ihre Geheimnisse vernichtet werden. Vernichtet? Wohl nicht. Unser Volk stirbt. Dieses Heilmittel könnte ihre Rettung sein. Wenn das Heilmittel diesen Planeten verlässt, werden die Kroganer unbezwingbar sein. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Wir sind kein Fehler. Tja, Rex, du bist vielleicht eine Ausnahme. Könnte er sich zu einem Problem entwickeln? Es gibt schon genug wütende Kroganer, um die wir uns kümmern müssen. Machen Sie sich keine Sorgen, Captain. Ich mache mir Sorgen. Das ist der Grund, warum ich noch lebe. Guter Punkt. Warum reden Sie nicht mit dem Kroganer? Meine Männer und ich brauchen etwas Zeit, um einen neuen Angriffsplan auszuarbeiten. Sollten Sie in der Zwischenzeit Nachschub oder Vorräte brauchen, können Sie sich an Commander Rentola wenden. Er ist in einem der Zelte in der Nähe. Sieht aus, als würde es etwas kompliziert werden. Ja. Ich würde mir nicht solche Gedanken machen, wenn es nicht um Rex ginge. Er sieht aus, als würde er jeden Moment durchdrehen. Lassen wir ihn einfach in Ruhe. Er wird drüber hinwegkommen. Wie Sie meinen.
Das kann ich natürlich nicht tun. Ich spreche kurz mit dem Garrus, was der sagt. Ich mache mir Sorgen wegen Alles Rex. Klar. Rex Verhalten gefällt mir nicht. Er ist bis zum Äußersten gereizt. Dieser Rex! Ich bin schon viel zu lange auf dieser Mission. Meine Brut wird mich nicht mal mehr erkennen. Na dann, Rex. Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Es heißt die Genophage, du Spast. Es muss getan werden. Saren ist hier der Böse, nicht ich. Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Ihre persönlichen Gefühle sind mir völlig egal. Diese Basis wird zerstört. Reizen Sie mich nicht, Shepard. Ich habe mich Ihnen angeschlossen, weil ich für mehr kämpfen wollte als für ein paar Credits. Wenn Sie mir keinen besseren Grund liefern können, die Hoffnung meines Volkes zu zerstören, dann bin ich fertig mit Ihnen. Es reicht, wenn Sie wissen, dass ich Ihnen den Befehl gebe, wieder einzuschwenken. Das war's dann. Nach all der Zeit bekomme ich nicht mehr von Ihnen? Wieso sehen Sie denn nicht, was das für alle Kroganer bedeutet? Diese Basis darf nicht zerstört werden. Ich werde das nicht zulassen. Erschießen Sie Rex oder die andere Renegade-Option? Und hier hat sich's jetzt gelohnt, auf Renegade zu skillen. Denn ich werde jetzt dieses hier machen. Saren schert sich einen Dreck um diese Kroganer. Für ihn sind es Werkzeuge, Marionetten. Er wird sie vernichten, sobald er keine Verwendung mehr für sie hat. Ist es das, was Sie für Ihr Volk wollen? Nein. Wir waren einst Marionetten des Rats. Zum Dank dafür, dass wir die Rachni auslöschten, haben sie uns alle kastriert. Ich bezweifle, dass Saren so großzügig sein wird. Okay, Shepard. Sie haben sich klar ausgedrückt. Mir gefällt das zwar nicht, wow, aber ich vertraue Ihnen weit genug, um Ihnen zu folgen. Wow! Nur noch eine Sache. Wenn wir Saren finden, gehört sein Kopf mir. Ja, da haben wir es doch heute mal wieder geschafft, als Arschloch zu siegen. Das bedeutet, Arschlöcher gewinnen hier in diesem Universum immer. So ist es auch nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schlechten Tag. Tschüss!